Genau. Ich möchte nochmal auf das Cotty Camp aufmerksam machen. Wir stehen heute auch für einige Menschen hier, die verdrängt werden aus ihren Häusern, weil sie sich die Miete nicht leisten können, obwohl sie hart schuften gehen. Die Politik versucht sie da rauszudrängen aus dem Grund, weil sie gerne eine neureiche Gegend haben möchten. Wer uns dabei unterstützen möchte, hier sind Aufkleberaufdrucke für das Cotty Camp. Ihr könnt die gerne mitnehmen, ihr könnt die überall an Menschen verteilen, denn es geht nicht, dass wir hart arbeiten, aber aus unseren Wohnungen vertrieben werden. Deswegen setzen wir heute mit unserer Musik auch ein Zeichen für die Menschen, die keine Stimme haben. Yeah, okay. Und wer auch Bock hat, die Musik mit nach Hause zu nehmen, heute ist ja Ostern, könnt ihr sie gegen Spende hier bei der Caro oder bei unserem Mitarbeiter Toni erwerben. Ich wünsche euch frohe Ostern. Der Song hier heißt Arm, aber reich. Ja, weil, okay, wir sind vielleicht Künstler, wir haben wenig Geld, aber eins ist mal Fakt, wir schmieden jeden Tag unsere Pläne selbst. Hast du dich gefragt, was dich hier eigentlich am Leben hält? Was bewegt die Welt? Ich habe keine klare Sicht, sehe wochenlang kein Tageslicht, verarmt und ignorant. Mahnungen, sie stapeln sich, der monotone Ablauf. Die Stadt ist ein Gefängnishof, mach dir nicht die Tore auf. Kletter ich die Wände hoch, alles von dem Schrott ist nur funkender Müll, der uns einfach nur in seine Dunkelheit hüllt. Ich suchte Diamanten für die Schwerter meiner Schmiede, musste darauf klarkommen, dass Geld stärker ist als Liebe. Höre auf mein Inneres, wie viel ist die Kohle wert? Die Farbe vieler Künstler ist die Asche aus ihrem toten Herz. Daher bin ich arm, immer noch am Traumleben. Ich komm damit klar, wenn der Hunger mit dem Bauch redet. Alles was ich habe, ist nur Mut und etwas Stärke. Schule des Charakters, sie trainiert die guten Werte. Ruf einfach, Gott ist groß, ess einfach Trockenbrot. Hasse meine Armut, aber feier diesen Rock'n'Roll. Hey, sag mir, was dir die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was sind wir arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Hey, sag mir, was dir die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was sind wir arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Für manche bin ich arm und für andere ziemlich reich. Und im Wandel mit der Zeit bin ich gespannt, was ich erreicht. Doch keine Angst, nein, hey, ich brauche ihre Masken nicht. Das bin ich, 2, 3, sie beschatten dich. Doch das macht mir nichts, ich geh einfach wieder raus. Dreh die Speaker laut, sie hätten das nie geglaubt. Schau vorbei, irgendwo hast du uns sicher schon gehört. Früher war es illegal, die Bullen hat es nicht gestört. Dann kamen immer mehr Menschen, immer mehr CDs verkauft. Immer mehr bewegt, im Problem dreht die Regler auf. Das alles jetzt genehmigt durch den Mann, der den Wagen fährt. 2014, Neustart, Karten her. Rap auf der Straße, legendär, Augenblicke bleiben für immer. Sie können sagen, was sie wollen, doch wir sind eigentlich Gewinner. Und niemand nimmt uns die Erinnerung. Vielleicht sterb ich arm, bis dahin bleibe ich für immer jung. Sag mir, was ihr die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also was sind wir arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Ey, sag mir, was ihr die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also was bin ich arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Sag mir, komm schon, sag mir, was hier noch los ist. Oh, sag mir, was denn los ist. Sind wir arm oder reich? Wie sieht's aus? Komm, seid ihr arm oder reich? Seid ihr wirklich frei, Leute? Seid ihr frei, das zu tun, was ihr tun wollt? Dann seid ihr reicher. Reicher als die Reichsten der Reichen der Welt hier. Sag mir, was dir die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was bin ich arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Sag mir, sag mir, sag mir, was hier los ist. Wird immer dunkler und wir alle hier wundern uns. Angst wächst im Staat mit dem Terror aus dem Untergrund. Ich stell mir viele Fragen, desto älter ich bin. Denn so wie sie ist, macht die Welt doch keinen Sinn. Ich soll doch mal die Fresse halten, weil es nichts zu wundern gibt. Schon immer gab es reiche Leute, wir sind halt die Unterschicht. In diesem weißen Haus ist der Sensenmann dann schwarz. Und die Freiheit, wer war? Sie hat die Farbe.
Ey, Qualität in Syrien, ich möchte deutsche Panzer fahren. Brauch ich das? Nein, ich möchte den Leuten Angst einjagen. Auch wenn es etwas hart scheint, doch lasst es euch gesagt sein. Sind Menschen erst erleuchtet, tritt ein neuer Staat ein. Es gibt keine klare Sicht, was so mit dem Geld passiert. Die Schafe, ja, sie fragen sich, wer wohl diese Welt regiert. Die Leute sollten wissen, dass es tausende von Sachen gibt, bis alle da mal sagen, nein, wir brauchen eure Waffen nicht. Ich hoffe, es passiert was, endlich mal ein Highlight. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich der Zeitgeist. Die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt, weil niemand weiß, was die wirklich wahre Wahrheit ist. Ich hoffe, es passiert was, endlich mal ein Highlight. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich der Zeitgeist. Die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt, weil niemand weiß, was die wirklich wahre Wahrheit ist. Draußen ist es völlig dunkel, ich spit ein paar Götter funken. Möge es inspirieren und den Dreck aus euren Köpfen pumpen. Ich muss nichts beweisen, wenn ich fließend hier dann Deutsch schreppe. Ich kann mich entscheiden, bin ich Biene oder Heuschrecke. Mach doch mal die Glotze aus, schau, was man in den Augen sieht. Hörst du auf die Halbwahrheiten, förderst du den Glaubenskrieg. Und jene, die was ändern wollen, diese Leute streiten sich, reden und tun weiter nichts, bis es keine Zeit mehr gibt. Ich hab echt genug davon zu warten, bis was Gutes kommt. Die Leute bleiben eingereiht und wer hat uns den Mut genommen? Waffenschiebereien von Massenschießerei. Steh ich auf, tu ich was, oder lass ich's lieber sein? Ey, Meister in der Ungeduld, wir wollen immer mehr davon. Wenn wahres Licht aus Sternen kommt, sind wir weit entfernt davon. Die Menschen haben keine Wahl, sie folgen der Eigenart. Hätte man mich gefragt, hätte ich ganz sicher nein gesagt. Ich hoffe, es passiert was, endlich mal ein Highlight. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich der Zeitgeist. Die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt, weil niemand weiß, was die wirklich wahre Wahrheit ist. Ich hoffe, es passiert was, endlich mal ein Highlight. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich der Zeitgeist. Die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt, weil niemand weiß, was die wirklich wahre Wahrheit ist. Schon seit ich denken kann, kommen Leute zu mir und sagen so, yo, du musst so denken, wie ich denke, weil so wie ich denke, ist das richtig. Aber nein, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Die Menschen, die ihr Leben in der Gegend sind zu arm, denn sie gehen ihres Weges, doch die Seelen sind versklavt. Dieses Leben macht uns älter und so rau wie ein Fels, weil der Traum unserer Welt immer zu Staub dann zerfällt. Es liegt hier nur in meiner Hand, ob ich immer gut versorgt bin. Ich träum von einer Welt, in der Eltern nicht besorgt sind. Entscheiden wir nur selbst, die Gedanken der Veränderung bereichern diese Welt. Hand aufs Herz und sinngemäß, was wollt ihr eurem Kind erzählen? Wir forschen in Zerstörung, fördern Gase, die der Wind verweht. Ich bin nur ein Teil davon, gebildet an der Heimatfront. Mitten in einem Infokrieg, versuche ich davon frei zu kommen. Auch ein Charlie Sheen will wissen, was beim Präsidenten geht. Warum gibt es Guantanamo, warum man diese Menschen quält? Alles war nicht immer so, nein, Kulturen kämpfen nicht. Die Sache fing erst an, seitdem es sture Menschen gibt. Ich hoffe, es passiert was, endlich mal ein Highlight. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich der Zeitgeist. Die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt, weil niemand weiß, was die wirklich wahre Wahrheit ist. Ich hoffe, es passiert was, endlich mal ein Highlight. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich der Zeitgeist. Die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt, weil niemand weiß, was die wirklich wahre Wahrheit ist. Also Leute, denkt dran, die Wahrheit ist so individuell wie der Mensch selbst. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Zweifelhafte muss auch gezweifelt werden.